Gut, pass auf. Natürlich greift er mich sofort wieder an, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Achso, das war zum Glück meine Scheiße. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich würde das Game mal ein bisschen weiterbauen hier. Ich meine, ich habe jetzt mal in der letzten Zeit ein bisschen mehr Nitabarzen gesammelt. Hab dafür meinen Kalle immer da gehabt. Ah, jetzt habe ich hier einen abgebaut. Toll. Lass mich doch mal in Ruhe. Du fettes Schwein. So. Das ist ja echt teilweise nur noch am Kämpfen, wenn man kein Gold anhat, ne? Also es ist halt schon krass geworden, muss ich sagen. Aber ich sehe es doch nicht ein, jetzt die ganze Zeit Gold zu tragen, nur wegen diesen komischen Viechern. Also das würde mich dann eher noch nerven. So, ich räume das mal weg hier. Zack. Gold hier rein. Goldschwert hier oben rein. Leder. Den Crossbow, der kommt hier rein. Hier ist für die Overworld ein bisschen Rotten Flash. Wir haben ja allgemein so viel Zeug, ne? Heide Witzke. Da sind noch Erze drin. Überall ist nur Schweine. Die decken Schweine, die am Rumlaufen sind hier. So, Kohle haben wir auch noch echt viel. Ganz nice, dass wir uns hier aufgebaut haben, auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist ja auch sehr hübsch. Weil man wie hier Snakes losknaben, der derzeit in der echten Welt ist. Der ist heute woanders am Chunkloaden. Gut, ich will gucken, dass ich mir heute erstmal jetzt noch ein bisschen hier die Netherbrick schnappe. Und erstmal, bevor ich weiter einen Anschluss kriege, den Weg weiterbau. Dass der erstmal safe ist und das noch ein bisschen weitergeht. Zumindest, dass ihr ein Inventar leer habt, das reicht ja. Das hat schon wieder um einiges weiter. Ich versuche halt auch wirklich, dass ich nicht so viel hoch und runter gehen muss. Gerade wegen diesem ganzen Seelenland, weil es gibt ja hier leider keine Seelenlandtreppen. Der Weg ist schon wirklich sick weit, also Hammer. Hier muss ich natürlich noch Seelenland hinmachen, ist klar. Aber erstmal gehen wir weiter und ich hoffe mal, dass auch bald dann, dass mir die Shade anklappt. Also Optifon ist jetzt gerade bei, was war das, ich glaube 25 oder 27%. Dein WLAN war aus und ist online. Und deswegen ist jetzt dein Datenvolumen leer, richtig? Hast du 80% verbraucht oder hast du noch? Ja gut, dann holst du Neues. Mein Gott. So. Probieren wir jetzt mal den Weg hier weiter. Dann krieg ich dann ab morgen auch keinen Ärger mehr. Und ich komme mir safe rüber. Man hat ja vorhin auch gesehen, wie schnell ich das Talent habe, in Lava zu fallen. Es war halt... Eigentlich, ich mache sowas eigentlich ungern, aber... Wenn ich mir überlege, ich saß letztens wirklich hier 4 Stunden, auch schon in einer Aufnahme im Endeffekt. Oder ich wollte halt aufnehmen. Was passiert? Zack, Lava tot. So, also, das wollte ich mir halt jetzt nicht nochmal antun. Wenn ich jetzt, sag ich mal, sterbe und der Scheiß klebt alles am oberen Rand der Lava, so, ne? Was halt jetzt auch durch die Netherite-Rüstung dann klappt, gar kein Problem mehr. Aber ich möchte halt nicht noch ein drittes Mal oder viertes Mal meine Rüstung machen. Das wäre halt nicht ganz so schön. Habe ich halt wenig Lust zu, sag ich mal ganz ehrlich. Oh, ich hab's auch. Ich hab's mit dem Bauen heute echt nicht. Ja, jetzt bauen wir ein bisschen den Weg heute weiter. Ganz Ruhe. Ich meine, das ist ja unser Ausgang in die echte Welt nachher.
So. Hab ich denn Platz? Ich hab Platz. Sehr schön. So. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ich glaube, ich wollte auch geradeaus durchgehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil man da dann halt direkt nachher da ankommt, wo wir eh lang wollen. Ich werde mich jetzt mal hier durchbuddeln. Und hoffen, dass ich recht habe. Und genug Platz, aber ich glaube, ich habe nicht genug Platz. Ich hätte vielleicht ein paar Bricks weniger mitnehmen sollen. Aber tatsächlich, komme genau da, wo ich hin wollte. Und spitze 4 brauche ich eh Treppen. Ja, klopp dich mit mir. Du hast nötig, ne? Penner. Auch schon so eine Art Penis. Aua. Steine. So. Ja, wenn ich mir belege. Oder warte mal. Mal kurz nachgucken. Geht ihr dann nach da weiter, ne? Und da wollen wir dann eh wieder raus. Pass auf, da kommt nämlich der Lavasee. Ich puddel mich mal weiter. Ich mach mir jetzt hier ein paar Steine schon mal hin. Und dann buddeln wir uns gleich mal weiter. Oh, ich hab keine mehr. Doch. Mal kurz sagen. Sehr schön. Der Weg wächst und gedeiht. Ein bisschen noch. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Ich hasse das Ding liegen zu lassen. Auch wenn es so ein beschissenes Netherrack ist. Warte. Warte. Kein Bock, nicht mal beschissen Netherrack klingen zu lassen. Wäre Sünde. So. Ah, ich muss aber. Ich gehe in meinem zurück, lage mal ein bisschen was weg und dann. Danach geht's auch. Bauen wir jetzt mal Schritt für Schritt den Weg auf. Für so eine Sachen soll ich mir ja nicht eher mal Kisten mitnehmen. Oder ein leeres Inventar. Oder einen schnelleren Weg nach Hause. Kann man sich aussuchen. Aber hey, das wäre ja Profi und so, aber das bin ich nicht. Und auf so eine Ideen komme ich allgemein irgendwie nie. Das sind meistens Sachen, die Lilith einfallen. Mir nicht so. Bin da nicht so gut drin. Du. Krass, hat es 8 Minuten gehalten. 8 Minuten ohne volles Inventar. Hammer. Was mit dir ist? So Ideen wie, nimm mal eine Kiste mit und leg die Sachen da rein. Oder machst du mal so und so und so einfacher, aber so eine Idee kommen wir nicht. Ey, du scheiß fucking Animal, das ist mein Pilz. Penner. Lass das. Arschkuh. Ich wollte aber eigentlich. Warte mal, ich leg mal hier. Bis ich da gleich einen Zaunung gemacht habe. Leg das mal so. Weil der Penner. Klaut einfach meine Pilze. Ich dachte, die spawnen hier drin nicht. Aber ich wollte nicht hier. Nicht unbedingt noch. Nee. Da muss ich mal beobachten. Zudem muss ich halt den Weg hier doch nochmal breiter machen. Wäre aber auch recht nervig. Aber machbar wäre es. Aber ich weiß natürlich gar nicht, ich würde mal gegenlaufen. Na gut.
So. Hier mal ein bisschen Zeug loswerden. Muss ich auch nochmal nachfüllen. Also mache ich jetzt mal eben. Einmal kurz die Lava, die Eimer hier rausnehmen. Eimer. Hier ist nicht mal ein Eimer drin. Achso. Dann nicht. Dann habe ich hier schon meine kleinen Lava-Becken, die ich mir schon alle vorbereitet habe. Wo ich mir kurzzeitig Lava rausnehme. Na, wo ist meine? Danke. So. Zack. Ach ja, hier hat ja jemand meine Treppen weggemacht. Stimmt ja. Da war ja was. Psst. Nee. Soll jeder wissen, dass du meine. Das Lilith hat hier meinen Weg weggemacht, dass sie nicht mehr hochkommen. Sie wollte, dass ich elendig in der Lava krepiere. Und da heißt es, ich mobbe jeden. Macht euch mal Gedanken. Erfindung der Wahrheit. Was? Das war mir zu hoch. Was soll ich jetzt machen? Genau. Einfach mitnehmen. So. Und wieder zurückgehen. Tschum. Obwohl, es wäre eigentlich sinnvoller, wenn ich jetzt mal ganz hart drüber nachdenke, wenn ich den Weg einfach weiter baue von hier vorne. Dann geht er zwar nicht bis zum Ende durch, aber ich brauche nicht immer dann so langsam laufen. Weil diese ganzen Wege immer hin und her zu laufen, das dauert schon echt Ewigkeiten, ne? Pass auf, machen wir. Nehmen wir die Roten. Machen die Netherrack hier drin. Geht weg. Geht einfach weg. Habe ich keines. Ich wollte gerade sagen, Slabs, aber nicht viele. Tu-bidu-bidu-bidu. Merke die Kinder am Ferien. Ich habe Kopfhörer drin, selbst dann höre ich die noch. So. Lauf, Kalle, lauf! Aber ist schon cool. Und gerade wegen den ganzen Sachen hier brauchen wir so mega viel Eisen, ne? Ich überlege, wie viel Kitter ich hier stehen hab. Eieiei. Ei, ei. Und wehe, diese böse Enderman holt sich wieder meine Pelze. So. Hab ich echt nur so weit gehabt? Na krass. Mach erstmal den hier weiter. So. Zack. Ein bisschen Wegle bauen. Mal gucken, vielleicht. Also soll erstmal der einmal der Weg kommen Richtung. Ne, ich habe keine Ahnung, was da gespielt wird. Warte mal, ist draußen? Ja, keine Ahnung, ich hörte ja schon eine ganze Weile jetzt. Ich dachte immer, das wärst du gewesen im Hintergrund. Aber immer mit der Frage im Hinterkopf so, warum sollte sie das laute Geräusche machen? Der gibt gar keinen Sinn. Nee, aber keine Ahnung. Ich meine, ja, allgemein wissen die nicht, dass sie den Mund zu halten haben draußen. Stören die nur Kinder. Der Tunnel wird noch eine Ewigkeit dauern. Deswegen werde ich heute auch nicht nur am Tunnel bauen, sondern nachher vielleicht noch was anderes machen. Mal gucken. Mal folgenlang jetzt nur hier
Brick für Brick für Brick sitzen, bringt mir auch nichts. Außer die Tatsache, dass ich mich ständig verbaue. Wodurch es halt immer sowieso noch länger dauert. Zähle ich aber niemandem, denn ich mache eigentlich immer alles richtig. So, warte mal. Gott, jetzt ist ja schon wieder Ende. Oha. Mach ich erstmal die Wand. So. Wow, direkt wieder verbaut. Easy. Machen wir es anders. Da ist die Chance, dass ich mich verbaue, geringer. Dexter, du hast so recht. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich tun würde. Dexter sagt gerade, wie wäre es damit, dass du dich nicht mehr verbaust? Denn dann geht das alles auch schneller und du musst die Videos nicht weiter in die Länge mit sowas ziehen. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich auf sowas Gutes gekommen wäre. Also, was würde ich ohne meine Mods machen? Wirklich, also... Hammerhart. Ich weiß nicht, was ich sonst tun würde. Ja, Dexter, ohne dich könnte ich keine Videos machen oder ich könnte auch nicht streamen, das würde gar nicht gehen. Deine Ratschläge sind einfach so hart intelligent. Ich würde halt echt nicht darauf kommen. Das alles komplett ohne Ironie. Nein, er muss das Denken übernehmen. Achso, also du denkst und ich arbeite hier, ja? Das würdest du mir jetzt gerade erzählen. War das jetzt richtig? Ich glaube nicht. So. Wie wäre beim Material los? Man baut einfach mal einen kompletten Tunnel durch den Nether. Kann man seine ganze Zeit Outro schlagen. Exakt, deine Streams sind meine Ideen. Sonst würde es ja keine Streams oder Videos geben. Ist doch völlig klar. Natürlich. Dexter, du bist das, was mich am Leben hält. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich tun würde. Natürlich, es würde keine Streams mehr geben, keine Videos. Ich glaube, ich wüsste nicht mal, wie ich Frühstück essen soll. Du bist einfach die Gottheit in Person. Hatten wir das nicht letztens schon mal? Da hat mir doch irgendwas in der Richtung, was, da sollte ich dich doch grüßen. Von Lilith, da hat sie doch irgendwas übel schleimiges, übertriebenes gewünscht gehabt. Stimmt, ich takte dein Leben nach meinem Empfinden. Total. Ah, ich liebe so eine Gespräche, ne? Die auch einfach null Sinn ergeben. So merke ich schon gefühlt gar nicht mehr, dass ich jetzt nicht mehr eine ganze Wand aufgebaut habe. Ah, ich liebe sowas echt. Warum spawnt denn hier mit dem Gast in meiner... Aber... noch ganz richtig oder was? Alter. Ja, sonst geht's echt noch, ne? Du. Ich glaube, mit den roten Ständen geht er hier leer.
Wie soll das Sinn ergeben? Doch, Sinn, hä? Bist du doof? Nee, bin ich nicht. Oh, wie kannst du mich so beleidigen? Bitte, das steht ich mal ein bisschen, ja? Was glaubst du, wie du mit mir redest, hä? Verdammt. Gebaut. Doof gesprochen, doof gebaut. Karma. Das ist ähnlich wie bei mir mit Rocket League. Mach mal Mond auf. Zack. Kassiere, bis geht nicht mehr. Ungefähr so ist es auch hier in Minecraft. Traurig, mein Leben. Einfach nur traurig. Sollte mir vielleicht mal Gedanken machen. Jetzt noch, richtig, ne? Ja, ich glaube schon. Das war die Stelle, wo eben der Gas war. So. Zeig. Ja, geht auch voran, Mensch. Hammerhart. Sehr, sehr schön. Der bessere war eine Frage, ob du es bist, nicht, dass du es. Es war eine Frage. Ja gut, bei dir habe ich nicht daran gedacht, dass das eine Frage wäre. Das liegt nicht daran, dass ich das nicht richtig gelesen hätte und dass ich ein großer Meister wäre, was ich nicht abstreite, ne? Also geht eher darum, dass ich bei deiner Art, wie du mit mir kommunizierst, eher von einer Aussage ausgegangen wäre. Dass ich gar nicht mehr daran glaube, dass du mir noch eine Wahl lässt, mich zu entscheiden, ob ich doof bin oder nicht. Oh, mein Auge. Ja, cool, das ist schon wieder halb dicht hier. Ja, bist du nicht ganz dicht, oder was? Boah, als würde ich nie Fragen stellen, sondern nur Aussagen von mir geben. Und da geht nicht darum, dass du sonst nie Fragen stellst, sondern geht darum, dass du in solchen Hinsichten weniger Fragen stellst, sondern mehr Aussagen tätigst. Du machst mich halt gerne fertig und runter. Was meinst du, warum ich immer hier so sitze wie so ein Trauerkloß? Ah, da konnte ich nicht mal ernst bleiben, schade. So. Keine roten Steine mehr, das ist schlecht. Hooray. Gunpowder. Ach komm, auch weg hier. Zack. Und dann nehmen wir mal ein paar Nederwarze mit. Auch schon bald wieder leer. Scheiße, wie war dann? Da muss ich ja tatsächlich bald wieder neue machen. Ich dachte, ich hätte voll viel mitgenommen, aber irgendwie war das nicht ganz so. Ich brauche noch einen zweiten Chunkloader. So wird das nichts. Was würde ich nur einen Chunkloader machen? Eieiei. Hallo liebe Zuschauer von Kalidos, ich, Dexter, Moderator, hier im Stream würde euch gerne mitteilen, dass Kalidos gerade gelogen hat und dass ihr eben, dass ihr bitte nichts von dem glaubt, was er sagt, weil mein Ruf geht kaputt, nicht seiner. Danke, euer Dexter. Alles klar. Währenddessen wird auf mich gezielt, Alter. Ich glaube, es reicht. Könnt ihr auch jemand anderen nerven, bitte?
Zu gut, Dexter, wirklich zu gut. Schön. Wollt ihr eigentlich von mir? Alter. Könnt ihr auch woanders nerven? Erstmal, Dexter, wie kommst du mal auf sowas, ey? So, ich glaube, jetzt habe ich keine. Nee, der warte mehr. Sehr schön. Was? Der war an den Kopf gerade. Finde ich gut. Macht doch Spaß, sowas dann nach außen zu tragen und vorzulesen. Das ist sehr geil. Ah, schön. So, weiter geht's. Scheinverbrennung, Gefühl. Ja, schönes Ding. Und schon mal wieder der Hauptweg gleich ein bisschen weiter gemacht. Und dann mache ich weiter mit dem Seelenlandweg und dann kommen nachher ganzen Deko-Aspekte mit dazu. Aber erstmal soll der reine Weg erstmal so ein bisschen stehen. Ach, hier noch Slaps dabei, ne, genau. Dann kann ich auch gleich hier anfangen. Ach lol. Ernsthaft. Ach komm schon, wirklich. Kein Bock, das alles Stein 1 dran zu setzen. Dann halt so. Wollte ja schnell genug sein. Ach komm. Gib mir meinen Stein zurück. Gib mir meinen Stein zurück. Spürst du denn meine Hacke nicht? Beleidigend. Wirklich. Ja, ich bin gespannt, also ich werde das auf jeden Fall auch heute Abend dann noch nebenbei ein bisschen hier weiterbauen. Eigentlich, mittlerweile baue ich irgendwie gefühlt täglich an dem Ding weiter. Weiß auch nicht. Meine Motivation ist momentan, seitdem die jetzt die 1.16 raus ist, echt hart. Hart hoch, also. Einfach ganz nice geworden. Ich freue mich richtig gerade dieses ganze Neta-Update so ein bisschen auszunutzen. So, wenn ich nachher keinen Bock mehr habe, hier was aufzubauen, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen buddeln. Mach mal nebenbei irgendwelche Streams an oder so. Und da ist also wirklich ganz cool geworden. Vor allem fehlt mir noch echt ein großer Teil der Rüstung. Allein ich bräuchte meine Rüstung jetzt noch. Warte mal, die 4 sind jeweils mal 4, das sind dann 16. 20. 24, 28 von diesen neuen Erzen brauche ich halt noch. Und so viel haben wir noch nicht mal gesamt gefunden. Jetzt hat er wirklich ein Schwert fertig. Das sind 4. Ich habe ein Schwert fertig und meine nochmal 2 meiner Spitzhacke sind fertig. So, wir haben jetzt quasi 16 erst gefunden. Und von daher, das wird wirklich noch Ewigkeiten dauern. So. Machen wir hier weiter. Können wir noch mal kurz den dann holen gehen? Ein bisschen zumindest. Ja, würde ich sagen.